Hallo liebe Fußballfreunde, ja, das Champions League Hinspiel zwischen Lazio Rom und den FC Bayern München. Highlights und Tore in EA FC 24. Dann schauen wir uns auch die möglichen Aufstellungen beider Teams an für dieses Champions League Hinspiel. Ja, Lazio Rom kann fast in Bestbesetzung antreten. Bei Bayern fehlen natürlich immer noch einige Stammspieler. Was aber die Offensive angeht, da ist Bayern in Bestbesetzung. Musiala, Harry Kane, Sané und Thomas Müller. Ja, liebe Fußballfreunde, was tippt ihr zwischen Lazio und Bayern? Schreibt euren Tipp in die Kommentare. Dann geht's auch gleich ins Stadion von Rom für das Champions League Hinspiel Lazio Rom gegen den FC Bayern München. Die Zuschauer warten schon auf den Anpfiff. Es geht auch gleich los. So, hier ist jetzt der Anpfiff. Bayern hat den Ball. Thomas Müller, Goretzka. Klar, Bayern muss erstmal ein Spiel finden nach der 13-0-Pleite in Leverkusen. Aber das ist die Champions League. Aber Lazio hat den Ball. Lazio mit Alberto. Alberto auf Isaksen auf der rechten Seite. Isaksen im Strafraum von Bayern. Was macht Isaksen? Er schießt. Und super Parade von Manuel Neuer im Tor vom FC Bayern. Das gibt den ersten Eckball für Lazio Rom. So, Eckball für Lazio Rom. Kurz gespielt auf Anderson. Anderson versucht, kämpft sich aber durch. Nein, Musiala hat den Ball. Musiala hat den Ball und spielt ihn zu Kimmich. Und Kimmich zu Neuer. Damit ist die Chance für Lazio Rom vom Eckball weg. Aber Lazio schon wieder im Angriff. Immobile, Immobile am Ball. Aber da konnten die Bayern-Spieler Immobile am Ball stören. Guerrero hat den Ball. Da verliert Guerrero den Ball gegen Isaksen. Isaksen spielt zurück auf Alberto. Alberto in der Strafraumgrenze. Alberto schießt. Und wieder eine sehr gute Parade von Manuel Neuer. Ja, da hat Bayern schon wieder Abwehrprobleme. Was ist denn bei den Bayern los? Aber jetzt die Bayern mit Thomas Müller. Thomas Müller am Ball. Er spielt nach vorne auf Sané. Sané führt den Ball im Mittelfeld. Sané hat immer noch den Ball. Sané, wo spielt er denn? Auf Kimmich. Kimmich hat den Ball. Er gibt weiter auf Müller. Müller auf Kane. Kane auf Müller. Müller verliert den Ball an die Abwehr von Lazio. So, jetzt Bayern wieder am Ball mit Thomas Müller. Thomas Müller spielt nach vorne, aber sehr schlechter Pass. Aber Kane erkämpft sich den Ball zurück. Harry Kane hat den Ball im Mittelfeld. Was macht Harry Kane? Er setzt sich durch. Harry Kane läuft auf dem Torwart im Strafraum zu. Harry Kane. Harry Kane. 1:0 für den FC Bayern bei Lazio Rom durch den Torschütze Harry Kane. Das war eine super Einzelleistung von Kane. Das schauen wir uns auch gleich nochmal in der Zeitlupe an, in der Wiederholung. Da ist Harry Kane alleine auf den Torwart zu. Und mit seinem starken rechten Fuß hämmert er den Ball in das kurze Eck. 1:0 mit der ersten Tormöglichkeit aber auch für den FC Bayern. Aber 1:0 für Bayern München bei Lazio Rom im Achtelfinale Hinspiel der Champions League. Ja, es muss Lazio noch mehr nach vorne tun, obwohl sie ganz gut gespielt haben. So, aber Bayern wieder mit dem Ball. Kim hat den Ball. Kim spielt auf Guerrero. Guerrero passt nach vorne auf der linken Seite auf Jamal Musiala. Jamal Musiala, was macht er jetzt? Eine Flanke in den Strafraum und da ist wieder Harry Kane. Eine super Parade vom Torwart von Lazio Rom. Das heißt, der erste Eckball für den FC Bayern. Sané. Sané führt ihn auf. Er wird ihn wohl kurz ausführen auf Kimmich, ja? Kimmich hat den Ball. Was macht Kimmich? Er ist im Strafraum. Kimmich, eine Flanke und Upamecano. Aber wieder super gehalten vom Torwart. Das war die Mega-Chance für den FC Bayern auf 2:0 erhöhen. So, ja, das war jetzt auch schon die erste Hälfte. Bayern München führt mit 1:0 durch Harry Kane bei Lazio Rom im Achtelfinale der Champions League, liebe Fußballfreunde. Da sehen's wir nochmal in der 41. Minute. Jetzt kommen wir auch gleich zur zweiten Hälfte. Jetzt muss Lazio wirklich mehr nach vorne machen. Guendouzi hat den Ball. Er gibt den Ball auf Anderson. Wieder zurück auf Guendouzi. Guendouzi auf Immobile. Immobile passt den Pass nach vorne, aber Guerrero hat den Ball. Aber da rutscht ein Roma-Spieler dazwischen. Aber Manuel Neuer hat den Ball dann ganz sicher. So, jetzt wieder der FC Bayern am Ball. Mit Müller. Müller passt auf links außen auf Musiala. Jamal Musiala am Ball. Was macht Musiala? Er gibt zurück auf Guerrero. Guerrero im Strafraum. Er versucht zu schießen, aber Romagnoli von Lazio kann den Ball zur Ecke klären. So, die erste Auswechslung von Rom. Isaksen geht raus und Pedro, der Stürmer, kommt rein. Natürlich, Lazio muss nach vorne mehr machen und auch ein Tor erzielen. So, Eckball für den FC Bayern München. Was macht Bayern daraus?
Flanke in den Strafraum vom Sanio Müller per Kopf, aber super gehalten wieder vom Keeper von Lazio. Aber Lazio kann klären, aber da hat der Schiri wohl etwas gesehen. Handspiel eventuell, auf jeden Fall Freistoß über Bayern. Bayern wechselt aus. Guerrero geht raus und Masuri kommt rein, um natürlich auch die Defensive jetzt zu verstärken. Das heißt aber jetzt erstmal Freistoß für den FC Bayern. Das könnte gefährlich werden. Schauen wir mal, was sie raus machen. Da wird getrickst. Sané schießt und eine super Parade vom Keeper von Lazio Rom. Das war, schauen wir uns nochmal in der Zeitlupe. Ein super Freistoß von Leroy Sané und da ein super Reflex vom Keeper. Super gemacht, aber auch super gemacht von Leroy Sané. So, wieder Eckball für Bayern, diesmal Goretzka. Goretzka führt auch wieder auf Kimmich kurz aus. Kimmich wieder auf Goretzka. Goretzka im Strafraum, was macht Goretzka? Er passt auf Müller. Müller schießt, aber das war jetzt einmal kein Problem für den Keeper von Lazio Rom. So, jetzt wieder Lazio Rom im Angriff. Links außen. Auf Anderson wieder. Anderson sehr aktiv bei Lazio Rom. Anderson führt den Ball. Was macht Anderson? Anderson gibt raus auf Maruc. Auf Alberto im Strafraum. Alberto schießt, aber er war dann locker 7-8 Meter über das Tor von FC Bayern. So, Bayern wechselt wieder aus. Upamecano geht raus und De Ligt kommt rein. Um natürlich, wie schon gesagt, die Defensive jetzt zu verstärken. Bayern führt mit 1-0 immer noch bei Lazio Rom. So, schauen wir mal, was Bayern jetzt macht. Kim hat den Ball. Aber da hat schon wieder Lazio Rom den Ball. Immobile. Immobile alleine am Strafraum. Immobile läuft. Was macht Immobile? Er passt auf Guendouzi und er schießt. Tor! 1-1. Da ist der Ausgleich für Lazio Rom gegen den FC Bayern. Guendouzi mit dem Ausgleich. Hier nochmal in der Wiederholung. Da hat Guendouzi den Ball. Er geht in den Strafraum, zieht rechts ab und ins lange Eck. Keine Chance für Manuel Neuer, den Ball zu halten. Das heißt 1-1 zwischen Lazio Rom und dem FC Bayern. Jetzt muss der FC Bayern wieder gucken, dass sie mehr für die Offensive machen. So, die nächste Auswechslung bei Lazio Rom. Der Torschütze Guendouzi geht raus und Kamada, der Ex-Frankfurter, kommt ins Spiel. Ja, jetzt will Lazio mehr für die Offensive machen. So, Pedro am Ball. Pedro auf Alberto. Alberto ist überall bei Lazio Rom. Alberto spielt den Ball auf Pedro. Pedro läuft auf den Strafraum. Pedro schießt, aber da war der Ball wieder 8 Meter locker über das Tor von FC Bayern. So, Lazio schon wieder. Cataldi geht raus, Mencicu kommt rein. Bayern wechselt auch aus. Kane geht raus und der neue Spieler Saragossa kommt ins Spiel. Das erste Pflichtspiel für Saragossa beim FC Bayern. Schauen wir mal, was er macht. So, Kim hat den Ball. Kim spielt auf Masuri. Masuri spielt weiter auf links außen. Auf Jamal Musiala. Musiala führt links außen den Ball. Er geht Richtung Strafraum. Musiala ist im Strafraum. Jamal Musiala. Er passt den Ball auf Masuri. Masuri in die Mitte auf Saragossa und Müller im Nachschuss. Müller im Nachschuss mit dem 2-1 in der 86. Spielminute, liebe Fußballfreunde. 2-1. Thomas Müller für den FC Bayern. Da schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an. Da der erste Versuch von Saragossa. Aber super abgewehrt vom Keeper. Aber Müller nimmt den Ball, Volley, 2-1, da schauen wir, super Tor von Thomas Müller, keine Abwehrmöglichkeit von dem Keeper bei Lazio Rom. 2-1, Lazio Rom zwischen dem FC Bayern München für Bayern, das Tor in der 86. Spielminute. Jetzt muss natürlich Lazio Rom alles nach vorne werfen, um hier, wenn überhaupt, noch den Ausgleich zu schaffen. Lazio Rom hat den Ball. Gila verliert den Ball an Saragossa. Saragossa läuft allein auf den Keeper zu. Saragossa, er schießt, aber super pariert vom Keeper zweimal. Saragossa im Raum an Thomas Müller. Thomas Müller, 3-1. Doppelpack von Thomas Müller. Was für eine Schlussphase, liebe Fußballfreunde. Das schauen wir uns gleich nochmal in der Wiederholung an. Thomas Müller innerhalb von 4 Minuten. 2 Tore und hier nochmal eine Wiederholung. Saragossa mit 2 Versuchen. Aber dann bekommt Thomas Müller den Ball von Saragossa und da haut er den Ball rein. Zum 3-1 für den FC Bayern München auswärts. In der Champions League Hinspiele bei Lazio Rom. Thomas Müller, der alte Haudegen, die Bayern-Legende. Und das in der 90. Spielminute. Das kann nicht mehr lange gehen, das Spiel hier. Und Bayern nochmal mit dem Ball. Müller.
Müller auf Saragossa. Saragossa wieder einmal im Strafraum. Saragossa schießt, aber das war jetzt mal kein guter Schuss. Aber Bayern führt auch mit 3:1 und da ist der Abpfiff. Bayern München gewinnt mit 3:1 bei Lazio Rom in der Champions League im Hinspiel mit 2 Thomas Müller-Toren in den letzten 5 Minuten. Das hat Bayern diesmal aber super gemacht. 3:1 für den FC Bayern München auswärts bei Lazio Rom, liebe Fußballfreunde. Ja, liebe Fußballfreunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, schreibt euren Tipp für Lazio Rom gegen Bayern München in die Kommentare. Ich danke für ein Like und ich danke für ein Abo. Für Werners Fußballecke verpasst auch meine Fußball-Quiz-Videos nicht. Dann viel Spaß noch. Tschüss.